gar nicht mal so lustig, was teilweise gesagt wurde. Also wir wurden auch richtig hart beleidigt. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Grovetic. Wir sind gestern hier stehen geblieben an unserem Türmchen. Das wollten wir weiterbauen. Vorher mache ich mal hier nochmal so, ne? Das ist halt ein bisschen laut. Und ich wollte über ein bestimmtes Thema reden, was ich gestern in der Folge schon gesagt habe. Aber vorher wollte ich noch kurz anmerken, dass morgen für euch, also was ist denn heute für ein Tag eigentlich? Heute ist Dienstag, also Mittwoch für euch, morgen. Also, ne, das Video kommt heute raus, morgen. Um 18 Uhr einen Livestream geben wird. Wir spielen Craft Attack und mal gucken, was wir sonst noch spielen. Vielleicht irgendwie so ein bisschen, ups, eher so. Vielleicht ein bisschen Minecraft, Minigames oder sowas. Und dann werden wir eine Menge Spaß haben. Also morgen 18 Uhr könnt ihr euch in den Kalender schreiben. Könnt ihr eurer Oma Bescheid sagen, euren Wecker stellen, ne? Machen wir dann morgen 18 Uhr. Oh, wir haben eigentlich noch relativ viel Weizen. Okay. Es gibt übrigens jetzt eine Regelung, dass man nicht zu viele Tiere haben darf. Also irgendwie nur 32 oder so pro Art. Aber das sollte bei uns eigentlich kein Problem sein. Das liegt daran, dass wir immer so viele Lags haben. Und das unter anderem auch daran liegt, dass hier so viele Viecher sind. Weil der Snapshot das nicht unbedingt aushält. Weil die Version auch nicht ganz so stabil ist. Wir bauen uns jetzt aber erstmal hoch hier. Und dann bauen wir oben mal unser Türmchen weiter, da wo wir gestern stehen geblieben sind. So, wir haben hier so ein kleines Gerüst gebaut, das ist ganz gut eigentlich. Haben wir eigentlich noch Holz unten? Mal gucken, ob wir nicht, dass wir hier immer craften und eigentlich noch voll viel über haben. Ich wollte heute über ein Thema reden, was ich gestern eigentlich schon ansprechen wollte, aber ich wollte das eigentlich mal so, nee, haben wir nicht mehr, okay. Gesondert ansprechen. Wir haben auch noch, warte mal, das können wir mal schmelzen, ne? Wir haben noch viele Diamanten. Da können wir eigentlich auch mal was draus machen. Aber da muss man erstmal zu Cobble, weil wir brauchen ein paar Level, damit wir das so zaubern können. So. Und zwar ging es um eine Minecraft Dice Aufnahme, weil das Projekt an sich ist ja jetzt vorbei. Ich glaube, bei anderen läuft es noch, aber bei uns ist es halt vorbei. Das Projekt ist übrigens auch komplett abgedreht. Das wurde übrigens auch schon komplett abgedreht, als die erste Folge rauskam. Also nicht, dass sich da irgendjemand gewundert hat, warum wir gewisse Tipps nicht umgesetzt haben. Das war aber ganz lustig zu sehen, wenn Leute uns Tipps geschrieben haben. Aber in dem Falle war das alles schon, na komm, vorbei. Und es geht vor allen Dingen, ach so, hier müssen wir die Scheiße noch machen. Also da, wo wir Mist gebaut haben. So. Ja, jetzt ist richtig. Und zwar geht es um eine Aufnahme, die, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge war, als die Bauphase oder die Rüstungsphase da vorbei war. Als, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Was hier, GHG und so. Ich wollte nicht mehr. Als sie zu uns kamen und uns ein bisschen wegsnacken wollten, aber wir dann da standen und die gesehen haben, was für ein Equip wir haben und die dann wieder schnell abgehauen sind. Da haben sich so viele in den Kommentaren drüber aufgeregt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum? Denn scheinbar wurde uns unterstellt, dass wir unglaublich arrogant und asozial wären, weil wir über die gelacht hätten. Also das habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. Und es war echt gar nicht mal so, gar nicht mal so lustig, was teilweise gesagt wurde. Also wir wurden auch richtig hart beleidigt. Also in dem Fall war es schon lustig, weil es einfach dumm war. Aber ich habe nicht richtig verstanden, warum. Weil manche das Projekt so unglaublich ernst genommen haben, als würde da irgendwie, ich habe keine Ahnung warum. Also es ist ja nur ein Minecraft-Projekt, ein PvP-Projekt, wo es halt prinzipiell darum geht, Spaß zu haben. Und den hatten wir auch auf jeden Fall. Und es war eigentlich so, dass die sich, also es sah aus unserer Situation folgendermaßen aus, wir rüsten uns aus, blablabla, und dann kommen die, denken, so, jetzt am Anfang hauen wir die mal richtig schön weg.
kommen zu uns und sehen, dass wir gutes Equipment haben und merken, so schnell können wir die doch nicht unboxen. Und das war in dieser Situation für uns richtig lustig einfach, weil es so dumm wirkte, also jetzt nicht dumm von ihnen, aber das war einfach so plump, dass es lustig war. Und deshalb haben wir auch gelacht und so viele haben sich darüber aufgeregt, dass wir so arrogant wären und uns über die lustig machen. Und dann haben sich auch richtig viele gefreut, dass wir selber auf den Sack bekommen haben. Was auch, also, ja, wir sind jetzt auch nicht unbedingt die Besten. Was dann auch okay war für mich, dass wir da kassiert haben, weil wir halt, also das ist dieses Projekt und irgendwann läuft es darauf hinaus. Und dann haben sich auch so viele in den Kommentaren gefreut, dass wir dann endlich unsere Strafe bekommen haben, weil wir über die anderen gelacht haben. Oh Mann, ich habe es nicht verstanden, warum so viele Leute sich so aufgeregt haben darüber, dass wir da gelacht haben, weil in erster Linie geht es ja eigentlich darum, Spaß an diesem Projekt zu haben und Spaß oder unterhalten zu sein. So, deshalb machen wir das ja, weil wir da Spaß dran haben und nicht, weil wir unbedingt gewinnen wollen, weil im Endeffekt ist es scheißegal, wer über diesen Projekten gewinnt. Und deshalb machen auch Projekte wie Craft Attack oder sowas Spaß, weil man, also da gibt's halt keinen Gewinner und man muss halt auch nicht gewinnen. Und es ist natürlich immer ganz schön, wenn man spielt und so, aber wir spielen nicht unbedingt, um zu gewinnen, weil dann wären wir hier falsch. Und deshalb war es einfach in dieser Situation für uns lustig. Und richtig viele haben es einfach nicht verstanden, dass es nur lustig gemeint war. Warte mal, können wir das nicht so irgendwie machen? Und haben mega geflamed, wie asozial wir denn wären und dass wir es richtig verdient bekommen haben, verdient haben, da so auf den Sack zu bekommen. Ey, das geht so. Haha, wir sind klug. Und so eine Scheiße. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum so Leute so zornig werden wegen so einem Projekt. Weil im Endeffekt haben wir nichts gemacht. Also wir haben gelacht. Und das war auch nicht, möchte ich nochmal sagen, das war auch auf keinen Fall böse gemeint oder sollte irgendwen beleidigen da von den Leuten, die in dem Projekt mitmachen, weil, also, so der Großteil, also die meisten, wir mögen uns ja untereinander, sonst würden wir auch nicht miteinander Projekte machen und planen und spielen. Aber das entzog sich jeglicher menschlichem Verständnis. Man, Leute, chillt mal, also die das gemacht haben, werden das wahrscheinlich jetzt auch nicht sehen. Aber man muss doch nicht alles immer so ernst nehmen. Also man kann doch mal ein bisschen so die schönen Dinge sehen und einfach mal ein bisschen lachen darüber und es nicht so ernst nehmen. Aber es tun, glaube ich, relativ viele. Ich glaube, das ist leider Gottes sehr oft hier auf YouTube, dass sich Leute richtig reinsteigen. Und auch bei Varo ist das ja auch schon passiert, dass... Warte mal, ist das jetzt... Nee, so nicht. Ist es ja passiert, dass Leute einfach beleidigt wurden, so weil sie irgendwen rausgekickt haben. Aber ich meine, so, das ist das Projekt, was soll man machen? Mehr, also, man kann... Sterbe ich, wenn ich das mache? Ich glaube, ja. Komm, nee, lass mal nicht sterben. So. So oft werden Sachen hier so ernst genommen, dass Zuschauer sich richtig verfeinden, also... Es wird in die Kommentare der anderen gegangen, richtig geflamed und dann wird unter den Videos in den Kommentaren auch so sich richtig beleidigt untereinander, also Zuschauer untereinander, nur weil der eine für den ist und der andere für den und ich verstehe es nicht. Warum macht man sowas? Vielleicht könnt ihr es mir erklären, ich verstehe es nicht. Also das macht doch keinen Sinn, wir sind doch alle hier, um Spaß zu haben. Aber manche wohl nicht. Manchen geht's nur ums Gewinnen. Okay, das sieht von hier oben ziemlich scheiße aus. Aber das sieht man von da... Ja, nee, das müssen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen anders machen. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Jetzt bauen wir hier seit 10 Minuten an diesem einen Ding. Aber das ist gar nicht so einfach. Aber wir können ja morgen, 18 Uhr, Livestream, twitch.tv/klängern, na, können wir mal hier... followen und so. Wird übrigens jeder Follower im Stream angezeigt. Da werden wir dann morgen mal weiterbauen. Was habe ich denn hier eigentlich für eine Scheiße jetzt gebaut? Ich komme so nicht richtig hier dran.
Oh, das war ein bisschen dumm. So, bauen das mal von hier unten hoch. Ja, also es geht, auch wenn wir uns beleidigen oder so bei Craft Attack oder bei anderen Projekten, das ist, es geht doch darum, Spaß zu haben und nicht, das ist nie ernst gemeint, also nie wirklich ernst gemeint. Ich find's immer ein bisschen blöd, wenn Projekte nur darauf hinauslaufen oder darauf aufgebaut sind, dass man sich irgendwie anschreit oder beleidigt, weil das ist natürlich nicht ernst gemeint. Und es gibt Projekte, die nur daraus bestehen, dass mal wieder was Spektakuläres passiert, weil sich irgendwer anschreit. Aber das ist nie wirklich ernst gemeint und es ist höchstens in der Situation ernst gemeint. Also man ist in der Situation vielleicht ein bisschen wütend auf den einen, wenn er wirklich irgendwie irgendeine Scheiße macht im Spiel. Aber das hat, also sobald die Aufnahme vorbei ist, ist das doch egal. Aber in den Kommentaren leider nicht. Und dann verfeinden sich Leute und beleidigen und so eine Scheiße. Aber naja, wem erzähle ich das? Also wenn ihr dazu gehört, schreibt es mal in die Kommentare, warum ihr das macht. Oder schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr das nicht macht. Also irgendwie, ach Mann, ich muss vielleicht mal ein bisschen hier klüger sein. Ich habe Minecraft noch nicht ganz verstanden. Aber das macht nichts, man hat ja noch Zeit zum Üben. So, so, so. Ey, das sieht sogar nach was aus. Jetzt muss ich hier nur... Kann man noch umständlicher bauen? Ich weiß es nicht. So, so, so. Okay, wir haben jetzt eine Seite geschafft. Mal gucken, ob diese Seite repräsentativ sein wird für alle anderen Seiten. Da kann man machen mal hier den... Schau ich das? Oh. Bam. Okay. Oh, nein, fuck. Ich wollte mal kurz gucken jetzt, ob das von unten gut aussieht. So. So, 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 so. Ja, jetzt sieht man nichts. Danke. Ist ein bisschen eckig, ne? Ich weiß sonst nicht, wie man es machen könnte. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum ich diese Scheiße hier gebaut habe. Die kann ich eigentlich auch mal wieder wegmachen. Oder wir machen alles zu, aber das wird... Nee, oder? Oder doch? Könnten wir auch... Wir machen erstmal den Baum hier weg. Und dann in der Zeit können wir nochmal überlegen, inwieweit... Ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Sehr eckig, ne? Aber ich kann es halt nicht abrunden. Ich bin zu dumm dafür. Wobei, wenn wir das... Ja, doch, komm, wir probieren es mal. Doch, doch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ach, ist das ein Aufwand. Mann. So, hier hoch. So, also merkt euch mal fürs nächste Mal, wenn ihr sowas macht, seid ein bisschen netter zueinander. Und nehmt nicht immer alles zu ernst, was man sagt oder macht. Also es ging wirklich in dieser Situation nur darum, dass wir einfach so viel Spaß daran hatten. Und man ist natürlich auch ein bisschen Adrenalin geladen. So, warte mal. So. Nee. Warte mal, wenn wir so machen. Und dann so. Hä? Nee. Irgendwie muss das doch gehen. Ah, nee. Ja, das sieht ein bisschen scheiße aus. Vielleicht... Ja, aber es sieht auch nicht gut aus, oder? Aber anders kann man das, glaube ich, nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wir gucken mal. Wir gucken mal nächste Mal. Denn wir sind schon wieder am Ende angelangt von dieser wunderschönen Folge. Und bemerkt euch, morgen 18 Uhr Livestream auf Twitch. Ja, hossa. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt eure Meinung zu diesem Thema auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin noch ein bisschen ratlos. Haut rein, wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem Video oder beim Livestream.